Herr Präsident, meine Damen und Herren, es geht heute um ein Vorhaben, das sicherlich mit Abstand zu einem der wichtigsten Vorhaben in dieser Legislatur zählt. Denn die Herstellung eines einheitlichen Rentenrechts steht ja zum nunmehr dritten Mal im Koalitionsvertrag. Und jetzt endlich wird dieses Projekt auch Wirklichkeit. Ein Blick zurück zeigt, dass es in dieser Legislatur ja rentenpolitische Vorhaben gab, die man durchaus als wegweisend bezeichnen kann. Vorhaben, die die Zukunft im Blick haben, die einen tieferen Sinn beinhalten, als schlicht ein sozialpolitisches Wunschkonzert zu sein und die vor allem auch Rechtssicherheit anstreben. Ohne Frage zählt die Flexirente dabei zu den wichtigen und richtigen Entscheidungen in dieser Legislatur. Sie ist die eigentliche Antwort auf das, was ist und auf das, was noch kommt. Eine ältere, aber auch fitter werdende Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung und längeren Rentenbezugsphasen und mit den daraus folgenden Lasten für die sozialen Sicherungssysteme und unsere Solidargemeinschaft. Die Gruppe der älteren Beschäftigten sind eine zentrale Gruppe, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Arbeitsmarktes, aber auch um die Zukunft der Rente in Deutschland geht. Nur Beschäftigung schafft am Ende einen auskömmlichen Lebensabend. Und auch mit den Änderungen zur Erwerbsminderungsrente, die wir ja heute hier diskutieren, sind wir dabei, die wirtschaftliche Lage für erwerbsgeminderte Menschen in Deutschland zu verbessern. Meine Damen und Herren, Sozialpolitik hat die Aufgabe, dort aktiv zu werden, wo Hilfe tatsächlich benötigt wird. Deshalb war es für uns überhaupt keine Frage, den Anrechnungszeitraum bei der Erwerbsminderungsrente vom 62. Lebensjahr auf das 65. auszuweiten. Und schließlich, das sei mir als abschließende Vorbemerkung noch gestattet, gibt es eben auch die Chance, noch in dieser Legislatur wichtige Reformen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge vorzunehmen. Vorsorge ist eben mehr als gesetzliche Rente. Vorsorge ist Ausdruck von Prioritätensetzung, von Entscheidungen und damit auch Ausdruck eines persönlichen Lebensweges. Sie endet eben nicht beim jährlichen Rentenbescheid oder einer Rentenpolice. Vorsorge ist weit vielfältiger, und wir brauchen eine Vorsorgekultur in Deutschland, die diese Vielfältigkeit auch widerspiegelt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen eben nicht nur im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, sondern zum Beispiel auch beim Erwerb von Grund und Boden verbessern. Und hier hat die Union ganz wichtige und entscheidende Vorschläge vorgelegt. Mit dem heute zu beratenden Gesetz zum Abschluss der Rentenüberleitungen kommt ein weiterer Meilenstein hinzu. Unsere Gesetze und insbesondere die der Sozialgesetzgebung machen in der Bundesrepublik eigentlich keinen Unterschied zwischen Ost und West. Überall herrschen dieselben Regeln, bis auf das Rentenrecht. Das, was einst als Ausdruck gesamtdeutscher Solidarität galt, wurde doch in den letzten Jahren zunehmend als Belastung für das Zusammenwachsen von Ost und West verstanden. Auch, und das möchte ich an dieser Stelle besonders hervorheben, auch durch das nicht immer sachliche und falsche Zutun mancher Parteien. Das konnten wir uns gerade eben in der Debatte erneut anhören. Die Politik des Postfaktischen, meine Damen und Herren, ist keine Politik, die für die Union als anstrebenswert gilt. Dabei bestand die Besonderheit der Rente Ost gerade aber darin, durch die Unterschiedlichkeit und mit der Hochwertung der ostdeutschen Löhne Gerechtigkeit im bestmöglichen Maße abzubilden. Wie sonst sollte es denn auch gelingen, zwei Staaten mit gegensätzlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen zusammenwachsen zu lassen? Nur im Unterschied und einem differenzierten Rentenrecht bestand die Chance einer gerechten Sozialpolitik und damit auch einer gemeinsamen Zukunft. Und davon, meine Damen und Herren, profitieren wir bis heute. Nach wie vor werden mit dem Hochwertungsfaktor die Löhne um rund 14% hochgewertet. Diese Regelung wirkt sich damit auch 27 Jahre nach der Wiedervereinigung positiv auf die Renten in den neuen Bundesländern aus. Gleichwohl kann man auch ohne Gesetzesänderung von einer nahezu erfolgten Angleichung sprechen. Der Rentenwert Ost steigt noch in diesem Jahr auf 95,7%. Und damit haben wir die erste Stufe des noch zu beschließenden Gesetzes eigentlich schon quasi erreicht. Sicher, und das ist heute auch deutlich geworden, hätten sich der ein oder andere gewünscht, dass dieser Angleichungsprozess schneller vonstatten geht. Doch hier spiegeln eben auch Faktoren wie die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands mit rein. Schauen wir deshalb auf das Erreichte und sind stolz auf das, was wir uns durch viele Anstrengungen der letzten Jahre gelungen ist. Und ganz ehrlich, meine Damen und Herren, für mich ist dieser Prozess immer wieder auch eine Bestätigung dafür, was Sozialismus und 40 Jahre DDR eben doch anzurichten vermocht haben.
Das Zusammenwachsen ist ein langwieriger Prozess, gerade angesichts der geschichtlichen Hintergründe. Und sicher kann man auch sagen, dass es bis 2024 immer noch 7 Jahre sind. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es die Angleichung der Rentenwerte nicht zum Nulltarif gibt. Immerhin wird dieses Projekt dem Beitrags- und Steuerzahler künftig bis zu 3,9 Milliarden Euro jährlich mehr kosten. Mit dieser Zeitschiene aber und den Stufen zur Anpassung, die wir ja maßgeblich auch in den Gesetzentwurf reinverhandelt haben als Union, haben wir deshalb eine Lösung geschaffen, die gerade auch die Kosten in einem vertretbaren Rahmen hält. Dieses Gesetz war aber auch deshalb nötig, weil wir 27 Jahre nach der Wiedervereinigung dazu angehalten sind, den Sonderzustand der Rentenüberleitung zum Abschluss zu bringen. Es steht einem Rechtsstaat und einer etablierten Demokratie nicht gut, so lange einen Unterschied mit sich herumzutragen. Dass dabei auch die Notwendigkeit besteht, den Hochwertungsfaktor schrittweise abzuschmelzen, versteht sich, denke ich, von selbst. Wer die Gleichbehandlung möchte, muss auch bereit sein, sich von jenen Faktoren zu trennen, die bisher Ausdruck eben dieser Besserstellung waren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend aber noch einen Punkt ansprechen, der in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn sich nicht auch die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre so positiv dargestellt hätte. Allein in den letzten 5 Jahren stieg der Rentenwert um 7 Prozentpunkte in den 9 Bundesländern. Die Renten in Ostdeutschland stiegen seit 2012 um 19%. Unsere erfolgreiche Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik zeichnet sich eben jetzt ganz konkret auch dadurch aus und kommt unseren Rentnern zugute. Wenn Sie also wollen, hat die Renteneinheit zwischen Ost und West gerade in den vergangenen Jahren einen besonderen Schwung erhalten. Deshalb wäre es desaströs, diese Erfolge jetzt durch einen schrittweisen Abbau auch der Agenda 2010 zu gefährden. Meine Damen und Herren, Maßnahmen wie zum Beispiel die Bezugszeit des Arbeitslosengeldes zu verlängern, flexible Arbeitsmarktinstrumente schlichtweg abzuschaffen oder neue Milliardenprogramme aufzulegen, ohne jedwede Nachhaltigkeit, würden eben diese eben genannten Erfolge aufs Spiel setzen. Meine Damen und Herren, was wir wollen, ist nicht der politisch verordnete Abschwung. Wir wollen nicht mehr Arbeitslosigkeit in Deutschland. Wir wollen, dass Unternehmen in der Bundesrepublik investieren und Arbeitsplätze schaffen. Und meine Sorge ist, und dafür kämpfen wir, dass es dazu nicht kommt und dass die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer wirtschaftlichen Entwicklung sich weiterhin auf dem Aufschwung bewegt. Meine Damen und Herren, mit einem einheitlichen Rentenrecht aber ist es noch nicht getan. Das einheitliche Rentenrecht bietet Chancengleichheit, ja, im Rentenrecht, im Sozialrecht zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Jetzt kommt es aber eben darauf an, diese wirtschaftliche Lage fortzusetzen und für den Fortbestand zu sorgen. Wir Frau als Union Finke darf Moment, kurz vor dem Finale Ihrer Rede noch eine Zwischenfrage gestellt. Nein, das können wir zum Schluss machen. Wir als Union stehen für Beschäftigungsaufbau und nicht Abbau. Und dafür machen wir uns stark. Vielen Dank. Michael Gerdes hat nun das Wort für die SPD-Fraktion.